Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. Derzeit befinden wir uns auf einer Sidequest-Tour und in der letzten Folge haben wir uns um die Kinder gekümmert. Diese Folge kümmern wir uns um den Racheengel. Und wer der Racheengel wirklich ist, in Wahrheit, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß. So, hast du nach dem Kistenspiel neue Sachen am Start? Umgeschaut, Kupo. Nö. Hab alles gekauft. Und? Schon etwas glücklicher, Kupo? Nee, du sollst aber glücklich sein mit deiner Menge, die ich dir gegeben habe. So, dann gehen wir Richtung Friedhof und dann weiter und gucken. Irgendwo müssen die ja sein. Hallo, einsamer Cowboy, was kann ich für dich tun? Hey, du musst Cloud sein. Sam hat mir schon so viel von dir erzählt. Wenn uns jemand helfen kann, dann du. Als ehemaliger Soldat hast du sicher genug zu tun. Aber solltest du doch etwas Zeit haben, könntest du uns vielleicht helfen, unsere entlaufenen Chocobos zu finden? Der Sturz der Platte hat sie so verschreckt, dass sie einfach davongelaufen sind. Die armen Tiere müssen jetzt sicher irgendwo Angst und Hunger leiden. Oh, sie tun mir so leid. Wir hatten die Augen offen. Keine Sorge, eure Chocobos finden wir schon. Vielen Dank. Bitte gebt ihnen das hier zu fressen, wenn ihr sie findet. Mir fehlen insgesamt 3 Tiere. Sie heißen Coco, Rollo und Momo. Wenn sie ihr Gemüse bekommen, sollten sie sich beruhigen und von alleine nach Hause finden. Danke! Du kannst nun in Chocobo-Kutschen schnell zwischen verschiedenen Zielpunkten hin und her reisen. Finde im Auftrag Chocobo-Suche weitere Chocobos, um zusätzliche Zielpunkte freizuschalten. Untersuche den Fahrplan an der Chocobo-Haltestelle oder rede mit einem Mitarbeiter, um in einem Chocobo-Kutsche mitzufahren. Oh, cool. Kostet Geld? Schweinerei? Eingestürzte Schnellstraße, Wallmarkteingang und Slums von Sektor 5. Wir wollen eh zur Kirche, deswegen laufen wir komplett zurück. Aber hier befinden wir uns ja gerade. Aber noch mehr, was ist los mit euch? Oh, der Alleskönner! Du kommst gerade wie gerufen. Äußerst angenehm. Gestatten? Ich bin Damon, Reporter für die Zeitung Blatt des Lebens. Das ist doch keine Zeitung, nur ein dreckiges Propagandablatt. Nun, durch meine Verbindungen zu Shinra komme ich immerhin an wertvolle Informationen. neugierig? Nur zwischen uns. Die Finanzabteilung von Shinra wollte Don Corneos wertvolle Kronjuwelensammlung beschlagnahmen. Aber jetzt kommt's. Der Schlüssel, um an seine Kronjuwelen zu kommen, wurde gestohlen. Von wem? Nun, von niemand Geringerem als dem mysteriösen Racheengel der Slums. Der legendäre Meisterdieb von Sektor 5, der Racheengel der Slums, der von den Reichen nimmt und den Armen gibt, ist wieder einmal aufgetaucht. Und? Wie sieht's diesmal aus? Interesse? Naja, Interesse schon, aber keine Zeit. Ah, Interesse. Sehr gut. Also dann, hier. Wo das Versteck des Racheengels ist, muss ich nicht nochmal sagen, oder? Hast du deine Lektion nicht gelernt? Naja, ich versuche, mir meinen Optimismus zu bewahren. Wenn der Racheengel mich ins Visier nimmt, habe ich eine noch viel aufregendere Story. Und was soll ich machen? Wenn es dir gelingt, den Schlüssel zurückzuholen, gehören Corneos Kronjuwelen dir. Ich will lediglich herausfinden, wer der Racheengel wirklich ist. Wenn du also auf Informationen stößt, wäre ich dir sehr verbunden, wenn du sie mit mir teilst. Den Schlüssel hole ich gerne, weil der führt mich bestimmt zu diesem goldenen Materia, den wir gesehen haben. So, schauen wir doch erstmal beim Friedhof vorbei. Ja. Huch, hier ist ein Kind. Oh, Cloud. Das ist das vermisste Balk. Wie bitte? Vermisstes Balk? Geht's noch? Wie? Was treibst du denn hier? Bist du allein? Nicht allein. Wir haben auf unserem Rundgang die eingestürzten Gräber wieder in Ordnung gebracht. Doch dann war da so ein Lachen. Und auf einmal waren die anderen verschwunden. Yeah.
Da, das ist die Stimme. Danach waren die anderen weg. Achtung! Oh, Le Geisteres. Das war's! Keine Chance. So, schnell einen fertig machen. Komm schon. Ah, verdammt. Okay, komm. Nehmen wir mal tiefer. Hier hat ja beides, Magie und den anderen Scheiß. Gott sei Dank, der Fisch. Okay, Barrett, ich hab da eine Idee mit dir. So, der verschwindet jetzt gerade, ne? Okay. Du aber nicht. Du bekommst die volle Dröhnung. Au, na gut. Dann wechseln wir wieder. So, du bereitest gerade irgendwas vor? Ich störe dich einfach mal. Mist, viel, ey. Überlass das mir. Ja? Machen wir. Achso, können wir doch gar nicht. Nervensäge. Ein paar eisige Krallen, die du da hast. Okay, der hat mich abgebrochen. Geil. Ah, ich hasse Geister. Kurz vor seiner Schwäche. Ja, gut, dann muss ich Gebet machen. Okay, Barrett. Maximale Wut. Auf den. Vermöbel ihn. Ich bin an deiner Seite. Okay, Cloud. Mach mal hier. Da heilt sich einfach vom Potzau, ne? Er hat uns Leben abgesaugt und ich hab's nicht gecheckt. Nicht aufgeben. Ich hab's einfach nicht gecheckt. Lol. Mehr ist nicht drin. Au. Verzeih mir. Tiefer. Hey Barrett, warte kurz. Lass dich nicht angreifen. Wir machen jetzt nämlich Engel. Drehen wir den Spieß um. Los, gib alles. Lass mich mal. Ich leg los. So, du zeigst dich jetzt gerade, ne? Das ist sehr schön. Komm mit zum Finale. Zeig los. Oh. Ich gebe nicht auf. Ach, er hat mir Leben abgezackt. Verlass dich auf mich. Nichts überstürzt. Ziemlich hart, was? Mistvieh! Wie schmeckt ihr denn? So, wir machen als allererstes. Oh oh. Wir machen als allererstes. Oh Gottes Willen. Vitra. Auf mich. Das tut gut. Er ist doch gar nicht. Wo schießt du den hin, sag mal? Dann machen wir Vitra auf Cloud. Mistvieh. Ist der ätzend. Dann machen wir Engel auf Tifa. Alleine schaffe ich das nicht. Du bist am Zug. Dann nehmen wir wieder Tifa am Start. Von dem haben wir noch keine Information, ne? Cloud, würdest du mal eine Analyse starten gegen... Mir ist wieder nichts zu sehen, ne? Die Potsau. Okay, Cloud. Machen wir eine Analyse. Feuer, ja? Mit Feuer kann ich dienen. Also, er sorgt für den Leben auf! Oh Gott, weg da! Okay. Feuer, ja? Feuer habe ich für dich. Lichterloh! Echt jetzt? Ja.
Jetzt aber, komm. Jetzt wird's heiß. Was für ein... Ich hasse ihn. Ja? Der haut jedes Mal ab. Na, was ist? Wo war denn Limit gegen den? Verdammt. Oh, Vision. Und ich mache Gebet. Es geht weiter. Okay, der ist nämlich gleich ziemlich am Arsch. Oh, was für ein kleines Dreckstück. So, perfekt. Oh, drei Balken, mein Freund. Maximale Wut gegen dich. So, Cloud. Machen wir Störung gegen ihn. Jetzt komme ich noch auf Hochtouren. Mistvieh. Oh. Huch. Hey Leute. Oh, Mugi. Oh, Cloud ist auch dabei. Sag mal, was habt ihr denn hier zu suchen? Hier sind viele Eltern der Kinder aus dem Helmchenhof begraben. Wir wollten mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Verstehe. Vielen Dank auf jeden Fall. Ihr habt uns schon wieder geholfen. Wir gehen zurück zum Helmchenhof. Dort macht man sich sicher schon Sorgen. Cloud, sicher. Das hier habe ich vorhin gefunden. Zeit. Wenn du willst, kannst du es haben. Vorlaute Belger. Das gefällt mir. Na, aber rekrutiere sie jetzt mal nicht. Was ist zur Hölle ist Zeit? Schrittzähler ist schon fast 2000. Zeit, Zeit. Passt anwendbar. Gemach, stopp. Ermöglicht den Einsatz von Zeitmagie. Okay, es gibt so viel, was man hier machen könnte, aber nur so wenig Platz. Na gut, Kinder haben wir zurückgebracht. Das war schon mal der Friedhof. Hier grasen wir den Rest ab, ne? Jetzt haben wir noch... Da müsste der Chocobo sein. Da müssen wir noch hin. Da und dann geht's Richtung Kirche. Da ist auch nochmal ein Chocobo, glaube ich. Bist du denn? Meine Fresse. Noch so ein nerviges Viecher. So, ich muss mal ganz kurz meine ATB. Achso, wir sind ja voll geil. Ach ja, wir haben uns ausgeruht. Lol. Genau so. Was ist das? So. Ich komme. Achso, das bringt gar nichts, wenn er in der Luft ist. Hält er sich auch? Sieht so aus, ne? Das kann ich auch. Guck. Nicht aufgeben. WTF! Barrett. Noch bin ich am Leben. Er macht das schon wieder. Na, komm. Okay, weißt du was? Gegenstände, Megatrank, Cloud. Nicht gut. Barrett, Magie, Nitra auf dich. Macht er das schon wieder? Schön ist ein Feuer. Und ich mache Gebet. Es geht weiter. Er macht doch schon wieder den Scheiß.
Er heilt sich schon wieder, ne? Aber ich bleib einfach bei ihm, sonst werde ich weggezogen. Zack! Ich bin an deiner Seite. Wow! Ausgerechnet jetzt? Nein! So leicht lasse ich mich nicht unterkriegen. Ach scheiße, was mache ich denn jetzt? Okay, Magie. Vitra, auf dich. So wird das nichts. Ich versuche hier wegzukommen. Okay. Gegenstände. Supertrank auf mich. Alles im Griff. So, Barrett, du machst mal dein Limit Vision. Gleich siehst du, wen du vor dir hast. Genau so. So, ich mach. Ende mit dem Schrecken. So. Jetzt ist Schluss. So leicht lasse ja, ich das tat weh. So, Barrett, mach Magie. Engel. Auf tiefer. Genau so. Kannst dich heilen, wie du willst. Ich mach gleich wieder Ende des Schreckens und dann hast du ein Problem, mein Freund. Scheiße, nicht getroffen. Neuer Plan. Wir schaffen das. Oh, tiefer, 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 tiefer. Oh. Wir nehmen Barrett. Schießen von Weitem mal ein bisschen drauf. Nicht auf mich, nein! Nein, nein, nein! Okay, ich muss mal ganz kurz Vita machen. Nichts passiert. Was? Er ist fast schief gegangen. Das war ein bisschen close. Ja, hier. Hast du Gras? Das ist kein Gras. Das ist drüber. Oh. Neue Haltestellen, Slums von Sektor 5, Stahlberg, nur Einstieg. Oh. Okay, ich renne mal ganz kurz zurück zum Friedhof und heile mich. Nein, nicht wieder runter. Jetzt geht er doch hin, Cloud. Was ist los mit dir? Da wartet sie. Hallo? Hinweis zu Corneos Schatzkammer. Okay. Hey Söldner, bist ja heute in Begleitung unterwegs. Ich bin Mirai. Cloud und ich sind, wie soll ich sagen, flüchtige Bekannte. Was machst du hier? Vermutlich das gleiche wie ihr. Oder seid ihr etwa nicht auf der Suche nach Corneos Kronjuwelen? Woher weißt du das? Ich liebe den Duft in der Gerüchteküche. Heute bin ich hier, um dieses pikante Gerücht auf Wahrheit zu überprüfen. Aber hier ist nichts Wertvolles versteckt. Wenn der Racheengel vor uns hier war, hat er die Kronjuwelen sicher schon an die Armen weitergegeben. Das mag wohl sein. Aber ich habe noch ein Gerücht aufgeschnappt. Beantwortet mir erst eine Frage. Nehmen wir an, ihr findet die Kronjuwelen. Was würdet ihr dann mit diesen wertvollen Dingen anstellen? Wir würden sie verkaufen. Um den Menschen in den Slums wieder auf die Beine zu helfen, braucht's eine ganze Menge Güter. Mit dem Erlös könnten wir Lebensmittel und andere wichtige Dinge kaufen. Wenn das so ist? Am Gerücht, dass der Racheengel den Schlüssel gestohlen hat, ist kein Körnchen Wahrheit dran. Fragt am besten mal Kiri, die weiß mehr. Die Kleine ist verdammt gut, wenn es ums Beschaffen von Informationen geht. Ihr könnt sie gar nicht übersehen. Man erkennt sie sofort an ihren geringelten Strümpfen und dem Hut. Wo finden wir sie? Da bin ich überfragt. Diese jungen Leute von heute sind doch ständig auf Achse. Oder etwa nicht? Ja, ich habe schon gehört, wo sie ist. Aber wir haben doch Gegenstände. Schlüsselobjekte. Hinweis da. An den Alleskönner. Ich verrate dir mal, wo Corneo seine Reichtümer lagert. Slums von Sektor 5 Stahlberg. Kanalisation, stillgelegter Bereich zur Schlammaufbereitung, eingestürzte Schnellstraße Tunnel. Ich würde sagen, du schaust dich da mal um. Viel Glück, Racheengel. Na ja, gut.
Aber dafür brauche ich ja erstmal den Schlüssel, oder? Weil ich kann gerne zurückgehen kurz und da mal vorbeigucken beim Stahlberg. Echt jetzt? Du bist wieder da? Da möchte ich hin. Ja, ist verschlossen. Was sagt denn meine Map? Meine Map sagt... Schokobo-Suche, okay. Corneus Villa. Achso, das ist die Main Quest. Du bist Schokobo-Suche. Na gut, wir werden sie schon finden. Ich würde sagen, ich renne die Runde jetzt noch zu Ende und dann gehe ich hier lang und dann schauen wir mal. Oh Mann! Oh nein! Ich bin so bescheuert! Johnny, du bist ein Vollidiot! Uff. Was ist los, Johnny? Verdammter Mist! Bruder! Tifa! Mann, oh Mann, tut das gut, euch zu sehen! Hör auf, mich Bruder zu nennen. Bruder, ich bräuchte dringend deine Hilfe. Hast du mal eine Minute? Um was geht's? In letzter Zeit wurde es mir hier echt zu viel. Ich hatte schon meine Sachen gepackt und war drauf und dran abzuhauen. Als mir plötzlich mein ganzes Geld aus der Tasche gezogen wurde. Was habe ich auch für ein Pech? Warum immer ich? Ich bin ihr nachgelaufen, aber die war so schnell. Ohne Geld komme ich hier noch nie weg. Bitte hilf mir, Bruder. Bitte, bitte. Der Täter war eine Sie? Danke, Bruder. Ja, eine junge Frau. Sie hatte schwarze Haare, ganz hübsch eigentlich. Und ich glaube, sie hatte einen Hut auf. Und, ja genau, sie hatte gestreifte Socken an. Ach, Kiri. Wo ist sie hin? In Richtung Kirche, glaube ich. Ah, okay, so sieht's aus. Kirche, Kirche, Kirche. Alles führt zur Kirche. Hallo, du? Wie ist die Platte, die ich dir gegeben habe? Und ich dachte, die würden weggehen wie warme Semmeln. Ja, nee, ist gut. Habe ich hier irgendwelche Händler oder so? Nee. Kann ich auch kurz ausruhen. Bevor der Geld. Papa ist total erschöpft. Komm her, Troller. Hey, Troller. Warte. Troller, warte, Troller. Natürlich ist sie weg. Natürlich ist sie weg. Und wo kam sie überhaupt? Hier ist eine Sackgasse. Hä? Ist sie ein Geist? Glaube schon. Aber so kommen wir zur Kirche und können uns die Materie schnappen. Das ist gut. Alter, habe ich mich erschrocken. So, Mr. Eagle, Flo. Los. Das tut weh. Mistviecher, ey. Ich habe nicht einen Angriff getroffen. Das war's. So, gibt nur eine Route, ne? Gibt nur eine Route. Ja, die ist aber wirklich schnell. Ist ja lachhaft. Volle Konzentration. So, einer ist schon tot. Und das war's schon. Oho. Weiter geht's. Deine Igelchen sind ziemlich schwach. Aber ich dachte, da wäre noch eine Kiste. Ich dachte, ich habe mich kurz versehen. Hallo, Chocobo. Slums von Sektor 5 Kirche. Sehr schön. Können wir nachher zurück schnell reisen. Das passt doch ganz gut. Aber wir können direkt in die Kirche reingehen. Hier ist auch direkt das Chocobo-Zeichen. Nice.
Heilpflanze. Ah, bei Elrith. Ah, ich verstehe. Wie? Ich hab nichts getan. Das muss eine Verwechslung sein. Kiri. Kiri? Noch nie gehört. So ein schöner Name. Kann man glatt neidisch werden? Ein Freund von uns hat gesagt, dass du ihm sein ganzes Geld gestohlen hättest. Ach, darum geht's euch nur. Ich dachte schon, es wäre was Schlimmes. Jetzt erinnere ich mich. Bist du nicht dieses Klatschmaul aus Sektor 5? Das könnte ich gewesen sein. Hatte mal so eine Phase. Aber sag mal, dieses Schwert kenne ich doch. Du bist der Alleskönner, von dem alle reden, oder? Was habe ich für ein Glück? Du musst mir helfen. Shinra ist hinter mir her. Hast du die etwa auch beklaut? Nein, das war ein Missverständnis. Ich konnte doch nicht ahnen, dass die von Shinra war. Und ich habe doch eh nur diesen einen blöden Schlüssel mitgehen lassen. Dafür muss man mich ja nicht gleich durch die Gegend jagen. Du hast also den Schlüssel geklaut. Ist das Ding so wichtig, dass sich das schon rumgesprochen hat? Aber das wusste ich doch nicht. Will man mich dafür umbringen? Muss ich mich mein Leben lang verstecken? Bitte, Kiri. Gib unserem Freund zurück, was du ihm gestohlen hast. Und den Schlüssel kannst du mir geben. Vergiss es. Dann habt ihr, was ihr wollt und lasst mich allein. Wer soll mich denn dann beschützen? Um Shinra kümmern wir uns schon. Also gib uns den Schlüssel. Versprochen, ja? Die Typen von Shinra sollten jetzt gerade am Kolosseum rumhängen. Sie warten bestimmt auf mich, bin nämlich für ein spezielles Match dort eingetragen. Ist schon überall angekündigt. Bist du verrückt? Quatsch, die können warten, bis sie blau werden. Ist ein Wunder, dass du nicht schon längst draufgegangen bist. Nehme ich als Kompliment? Sag Bescheid, wenn ihr fertig seid. Okay, ich komme wieder. Aber zuerst...